Hallo zusammen, mein Name ist Paul und ich präsentiere Ihnen heute die GEWA Digital Pianos. Alle GEWA Digital Pianos werden in unserem GEWA Stammsitz in Deutschland gefertigt. Die Region um Adorf, auch Silicon Saxony genannt, ist eine der führenden Cluster für Mikro- und Nanotechnologie. In Kooperation mit hochspezialisierten Firmen entwickeln wir zum Beispiel elektronische Bauteile auf höchstem und neuestem technologischen Standard. Die Platinen entwickeln wir mit unserem Partner Technisat zusammen. Modernster Standard und eine einfache Wartung sind uns hier besonders wichtig. Das Besondere an den Pianos ist, dass alle Teile bei einem Defekt ausgetauscht werden können. Das führt zu einer besonderen Langlebigkeit der Instrumente und ist zudem ökologisch nachhaltig. Wichtig für uns ist es, Einsteigern und fortgeschrittenen Pianisten ein Instrument an die Hand zu geben mit hervorragenden Klangeigenschaften in jedem Preissegment. Hierfür haben wir ein eigenes Piano-Sample auf Basis des Steinway D274 in den Homestudios in Hamburg entwickelt. Dieses Piano-Sample ist Grundlage für alle GEWA Digital-Pianos, vom Einsteigerinstrument bis hin zum Topmodell. Das bedeutet, dass Sie unter Kopfhörern exakt das gleiche Klangerlebnis haben bei allen GEWA Digital-Pianos. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen sind in den Lautsprechersystemen und den Tastaturbeschaffenheiten zu finden. Bei den Lautsprechern arbeiten wir mit dem Hersteller Visaton zusammen, da uns auch hier Qualität Made in Germany wichtig ist. Zum Beispiel das UP400. Hier wurden mit Visaton zusammen eigens konzipierte Lautsprechermodule entwickelt. Die Membranen für die Hochtöner sind in speziell für Digitalpianos konzipierte akustische Module eingesetzt. Die Tastatur ist neben dem Klang der wohl wichtigste Faktor bei einem Klavier. Gerade deshalb setzen wir auf die fast 70 Jahre Erfahrung des italienischen Klaviaturherstellers Fatta. Bevor das Digitalpiano zu Ihnen nach Hause geliefert wird, überprüft ein professioneller Pianist manuell noch einmal ganz genau, ob wirklich alles stimmt. Made in Germany steht nicht nur für neueste Technologie, sondern auch für höchste Qualitätsstandards und Genauigkeit. Schauen wir uns die Pianos einmal genauer an. Das ist das UP400, das Topmodell der GEWA Digital Pianos. Die Bedienung ist sehr einfach über das Touchscreen gelöst. Das UP400 verfügt über ein Dreiwege-Lautsprechersystem und neben dem Hamburg Grand, dem von uns entwickelten Steinway Sample, das in allen GEWA Digital Pianos verbaut ist, noch über das Vienna Grand, einem weiteren klassischen Konzertflügel. Eine weitere Besonderheit ist die in Zonen gewichtete Holzkerntastatur. Das ist eine Ausnahme im Digital-Piano-Bereich. Die meisten Tastaturen sind nur mit Holz verkleidet, aber auch hier haben wir höchste Ansprüche an unsere Digital-Pianos. In Zonen gewichtet bedeutet, dass genau wie beim Flügel der Anschlag im Bass etwas mehr Kraft benötigt als zum Beispiel der Anschlag in den Höhen. Für das besondere Highlight beim Spielgefühl sorgt die Ivory Touch-Oberfläche. Das ist sehr gut an der leicht angerauten Tastaturoberfläche zu erkennen. Aber schauen wir uns die Einstellung einmal im Detail an. Zuerst haben wir den Homescreen. Der Homescreen bietet die Möglichkeit, seine vier Lieblingssounds direkt abzuspeichern. Somit kann man beim Einschalten des Gerätes direkt loslegen zu spielen, ohne lange nach den richtigen Sounds zu suchen. Ich zeige nun einmal, wie man die Sounds ändert. Dazu wählt man den Sound aus, den man ändern möchte, und drückt lange drauf. Somit landet man in der Sound Library. Hier kann man die verschiedenen Menüpunkte durchgehen. Da haben wir zum Beispiel Piano, E-Piano, Strings and Core und vieles mehr. Man wählt einfach den Sound aus, den man möchte, zum Beispiel Strings, und drückt auf OK. Und wie wir sehen, der Sound ist geändert. Unter der Songauswahl hat man noch die Menüleiste. Hier gelangt man zu den einzelnen Menüunterpunkten. Gehen wir diese Menüpunkte nun einmal gemeinsam durch. Als nächsten Menüpunkt kommen wir in die Songauswahl.
In der Songauswahl haben wir mehrere Kategorien von Instrumenten, zwischen denen wir uns entscheiden können. Da haben wir zum Beispiel wieder Piano, E-Piano, Strings und Chor. Das ist genau die Songauswahl, in der wir gerade eben im Hauptmenü schon unsere Favoriten festgelegt haben. Ich spiele nun einmal ein paar Sounds an. Da haben wir zum Beispiel die Strings. Oder da haben wir eine Orgel. Oder zum Beispiel einen Bass. Und noch viele, viele weitere Sounds. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, hier in den Effekten noch weitere Einstellungen auch in den Effekten selbst einzustellen. Man kann hier entscheiden zwischen Chorus, Raum und EQ. Ich zeige nun einmal anhand des Raums, wie das Ganze funktioniert. Man wählt den Raum an, indem man lange drauf drückt. Somit öffnet sich das Unterfenster. Hier kann man jetzt entscheiden zwischen Raumtyp, Lautstärke und Dauer des Reverbs. Man macht einfach seine Einstellung, drückt auf OK und es ist abgespeichert. Als nächsten Menüpunkt haben wir den Player. Hier können wir zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten wählen. Als erstes haben wir die Aufnahmefunktion. In der Aufnahmefunktion können wir zuerst auswählen, in welche Bank wir aufnehmen wollen. Dann können wir das Tempo einstellen, indem wir das Metronom haben wollen. Dann können wir noch die Transposition aufwählen, in welcher Tonhöhe wir aufnehmen wollen. Und dann können wir noch auswählen, linke Hand und rechte Hand getrennt aufnehmen. Als nächstes haben wir den Abspielmodus. Im Abspielmodus können wir die Bank auswählen, in der wir aufgenommen haben. Und dann auf Play abspielen, wieder zwischen linker Hand und rechter Hand getrennt. Und wenn wir möchten, können wir auch loopen. Dann haben wir noch den Demo-Modus. Im Demo-Modus können wir ganz einfach Demo-Songs anspielen und eventuell nachspielen. Und dann haben wir noch den Lesson-Player. Der Lesson-Player ist darauf angelegt, Stücke wirklich zu lernen. Ein weiterer Menüpunkt ist das Metronom. Beim Metronom können wir einmal auswählen zwischen links oben, einem klassischen Metronom, und rechts einem Drumkit. Wir machen zuerst einen Ausflug in Richtung Drumkit. Hier kann man verschiedene Grooves einstellen. Da haben wir zum Beispiel Rock, Swing oder zum Beispiel Funky. Aber gehen wir zurück zum Metronom. Im Metronom kann man ganz klassisch einstellen das Tempo, Taktart und Lautstärke. Als letzten Menüpunkt haben wir die Einstellung. In den Einstellungen können wir zwischen zwei Unterkategorien wählen. Da haben wir einmal den virtuellen Pianotechniker und einmal die Allgemeineinstellung. Gehen wir zuerst auf den virtuellen Pianotechniker. Hier haben wir die Möglichkeit, tief in die Materie eines Klaviers einzugreifen und sie nach unseren individuellen Wünschen zu konfigurieren. Da haben wir einmal den Anschlag, die Mechanik, die Stimmung und die Nebengeräusche. Insbesondere die Nebengeräusche sind interessant, da diese wirklich entscheidend sind, um ein akustisches Instrument abzubilden. Hier haben wir einmal die Saitenresonanz, die Pedalresonanz, Pedalgeräusche und Hammergeräusche. Wir können diese einfach einstellen, auf OK drücken und die Einstellungen sind geändert. Dann haben wir noch die Allgemeineinstellungen. In den Allgemeineinstellungen ändern wir sowas wie Sprache, Anzeige, Helligkeit, Display und so weiter. Das UP380 ist das nächstgünstigere Modell aus der OP-Serie. Dieses verfügt über das hochauflösende Steinway-Sample und über ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem von Visaton. Das UP380 ist wahlweise verfügbar mit der Graded Hammer-Tastatur mit Ivory Feel oder mit derselben Echtholz-Tastatur wie das UP400. Beim UP380 haben wir ein LCD-Display, welches mit der darunterliegenden Tastatur bedient wird. Alle UP-Modelle haben ein eingebautes Bluetooth-Modul. Kommen wir nun zum UP360. Im Gegensatz zum UP380 nutzt das UP360 zwei Full-Range-Lautsprecher von Visaton. Dieses Piano ist ausschließlich mit der Graded Hammer-Tastatur verfügbar. Das Bedienfeld ist exakt das gleiche wie beim UP380 und genauso wie beim UP380 verfügt das UP360 über das hochauflösende Steinway-Sample und ein Bluetooth-Modul. Das DP340 und das DP300 richten sich eher an den ambitionierten Piano-Einsteiger. Auch hier haben wir das High-Resolution Steinway Sample. Das bedeutet, dass der Kopfhörersound exakt der gleiche ist wie bei den höheren OP-Modellen. Hier haben wir
zwei Full-Range-Lautsprechersysteme und eine simple LED-Bedienoberfläche. Beide Modelle kommen mit einer leicht gewichteten Hammer-Tastatur von Fatah. Im Gegensatz zu den UP-Modellen besitzen diese keine Bluetooth-Module.